damit. Keine Ahnung. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall ein Video sagen. Wunderschönen guten Abend. Hallo Stefan. Das finde ich ganz toll. Hallo und herzlich willkommen bei Angels Share. Heute fangen wir andersrum an. Habe ich dich jetzt eigentlich verwirrt? Nö, du darfst ruhig auch mal anfangen. Ist ja alles nicht schlimm. Möchtest du dann auch gleich was zum Mostbirn sagen? Oder? Nee, das überlasse ich dir. Okay, wir möchten euch heute einen freien Abfüller vorstellen. Und zwar die Firma Mostbirn. Mostbirn ist vielen von euch wahrscheinlich noch nicht so bekannt, weil die Firma sich selbst erst im Jahr 2017 gegründet hat. Sie geht aber aus dem Importeur hervor, der Firma Marussia Beverages in den Niederlanden. Und für den schottischen Markt war bis 2010, bis zu seinem Tod, Sir Ian Noble zuständig. Und er hat auch noch dafür gesorgt, dass eine Distille, die heute zu Mostbirn gehört, nämlich die neue Torravec Distillerie auf der Isle of Skye, dass die gebaut wird. Er hat den Bau nicht mehr erlebt, aber er hat noch das Grundstück gekauft und die Lizenz zum Brennen dort gekriegt. Was wir heute da haben, sind zwei verschiedene Blends und zwei Single Malts. Mostbirn hat ein relativ großes Portfolio. Wir haben jetzt einfach nur mal stellvertretend 4 Flaschen für euch hergestellt und möchten heute einen Speyside Blend von Mostbirn verkosten, der auf 46 Volumenprozent ausgebaut ist. Und ich würde mal sagen, Manu, du darfst einschenken und in der Zeit erzähle ich euch nochmal eine Besonderheit, die Mostbirn hat. Oder der Manu guckt sich erstmal die Flasche ausgiebig an. Du kannst ja weiterreden, das ist ja kein Thema. Also die Besonderheit bei den Mostbirn Blends und auch bei den Mostbirn Single Malts ist eins. Die Single Malts werden gekauft bei verschiedenen Distillen. In dem Fall aus Distillen der schottischen Speyside. Und dann lagert Mostbirn diese Malts um in eigene Fässer. Und zwar in Fässer, die direkt für Mostbirn hergestellt werden. Und wir gucken jetzt mal hier bei dem Speyside Blend. Haben wir ein Fass, was zur Hälfte aus Reuse American Whiskey Barrels besteht. Also sprich aus Dauben von Birnenfässern in dem Fall. Und Reuse American Whiskey Barrels, das heißt, das ganze Fass wird genutzt für die erste Lagerung und zwar 200 Liter Standard Barrel. Und dann haben wir die zweite Lagerung für diesen Blend in 500 Liter Oloroso Sherry Fässern aus First Fill Oloroso Sherry. Und die Deckel der Fässer, die sind aus Heavy Char Heads, also sprich aus stark gekohlten Fässern. Und so haben wir einen Einfluss von Heads, also von den Köpfen der Fässer zu einem Achtel. Zwei Achtel machen die Oloroso Sherry Fässer aus und 5 Achtel im Aroma, so wird es hier zumindest auf der Tube angegeben, machen hier die American Whiskey Barrels aus. Ja, schauen wir mal, ich bin gespannt, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Was leider nicht drauf geschrieben wird, ist, welche Distillen hier dahinter stecken. Mal sehen, ob wir was rauskriegen, wieso der Charakter dieses Speyside Blendes ist. Und ich muss da wirklich nochmal sagen, für viele hört sich das Wörtchen Blend mittlerweile befremdlich an, weil man dann immer schnell an die günstigen Blends aus der Kaufhalle denkt, an Johnny Walker Red, der mit mehr Industriewhisky aufgefüllt ist, als Herzwhisky da ist. Also im Regelfall besteht ein Standardblend aus einem kleinen Anteil Malt Whisky und aus einem großen Anteil Grain Whisky. Und der Malt Whisky ist der sogenannte Herzwhisky, der Aromaträger für die ganze Flasche ist. Warum hat die Whiskyindustrie das gemacht oder macht das immer noch? Das ist ganz einfach, man möchte zu einem günstigen Preis einen Whisky herstellen. Hier haben wir aber was anderes. Hier haben wir einen sogenannten Premium Blend oder auch Wetted Whisky.
Wir haben nämlich einen Blend, der aus Single Malt Whiskys geblendet ist. Das heißt, hier muss der Master Blender wirklich ganz genau drauf achten, welchen Brennereicharakter, welchen Fasseinfluss hat jeder einzelne Whisky. Wie packe ich diese Whiskys so zusammen, dass sie ein harmonisches Gesamtbild ergeben? Und das ist wirklich die ganz große Kunst, mit verschiedenen Malts hier zu arbeiten und zu blenden. Wer das ganz hervorragend macht, unter anderem ist der John Glaser bei Compass Box, der richtig geile Blends zaubert. Und jetzt schauen wir mal, was die bei Mossburn können, zumindest unserer Meinung nach, weil Geschmack ist immer subjektiv. Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Und du hast mir schon verrochen? Ich habe mal kurz die Nase reingehalten. Und? Ein wahnsinniges Potpourri an Früchten. Und er erinnert mich an irgendeinen spezifischen Whisky. Ich komme aber nicht drauf, an welchen. Also soll ich dir mal was sagen? Ich habe jetzt... Also meine erste Assoziation, lach jetzt nicht, war Rhabarberkuchen. Also für mich hat er eine Süße und natürlich eine wahnsinnige Frucht. Und ich habe jetzt hier... Das erste, was ich wahrgenommen habe, ist so, meine Oma hat immer so nassen Rhabarberkuchen gemacht. Also richtig schön mit Decke und... Ich bin bei Rhabarber komplett raus. Das ich mag nicht, das. Das wird nicht meins. Ja, aber das ist ja süß und sauer. Das ist schon geil. Nee, erinnert mich an irgendeinen spezifischen Whisky, an irgendeine spezifische Destille. Ich weiß aber nicht an welche. Eine Destille direkt erinnert mich jetzt nicht. Er hat eine sanfte Schärfe in der Nase. Obwohl ich ja letztens mal in Mildendaff, der Sherry fast gelagert wurde, der hat... Ja. Der war ähnlich. Und soll ich dir sagen, welcher? Der von der Discovery-Serie von Gordon McPhail. Das kann sein, ja, der richtige. Den könnten wir natürlich dann quer verkosten, ja. Dazu, ne? Das stimmt. Ja, doch. Das könnte das sein, weil der steht auch bei mir zu Hause. Speyside passt ja auch in dem keine Fall. Frage. Aber es ist ja ein bisschen mehr drin. Also von der Nase her ist er sehr, sehr schön. Er riecht sehr weich. Man muss auch sagen, was mich hier sehr freut, ist, man hat den Blend nicht auf schnöde 40 Volumenprozent runtergedrückt, sondern hier wird mit ordentlichen 46 Volumenprozent abgefüllt. Das finde ich an sich sehr, sehr schön. Nasenbildung, ich würde sagen, relativ normal. Nein. Man weiß ja jetzt auch nicht, wie... Guck mal länger ins Glas, das sind schon schöne Fenster, was der macht. Du weißt ja jetzt auch nicht, wie alt die einzelnen Whiskys sind, die hier drin sind. Das schreibt uns auch keiner drauf. Ne? Blend nicht beschrieben, nein. Ja, re-aged and married, also nachgelagert und verheiratet im Mossburn-Fass. Sehr, sehr schön. Ich weiß es mal. Nachgelagert wird übrigens in der schottischen Borders-Region, also in der Grenzregion bei Mossburn. Vom Riechen her gefällt mir der wahnsinnig gut. Viel Spaß beim Trinken. Das ist ein Space-Side, wie man ihn will. Ich glaube, das trifft es am kürzesten. Er ist da, er belegt den Mundraum, er hat eine wahnsinnig tolle Frucht, er ist weich, er ist cremig. Das ist ein Space-Sider, genau wie man ihn will und den man ohne schlechtes Gewissen kannst du dem jemanden einschenken, der noch nie was mit Whisky am Hut hatte. Sehr weicher Whisky, ja. Sehr rund. Ja, absolut genial. Ich meine, er ist nicht mega komplex, das muss man jetzt auch sagen. Es ist ein Daily Drum. Ja, aber das ist als Daily Drum, ist das wirklich... Wobei, er trotzdem einen mittellangen Abgang hat. Ja, er hat auch, wenn du durch die Nase ausatmest, eine gewisse Schärfe irgendwo. Der Alkohol ist irgendwo da. Ich meine, es sind keine weichgespülten 40%. Ist einfach so. Jetzt beim zweiten Schluck. Das setzt auch so ein bisschen der Speichelfluss einstellig gerade fest. Runder Whisky. Also ich finde ihn sehr schön. Ja.
Nicht mega komplex, aber auch nicht langweilig, das kann man auch nicht sagen, nein, auf keinen Fall. Sehr schöne Nase. Es ist ein schöner Daily Drum. Sanfter Körper, der trotzdem angenehmen Wumms hat vom Alkohol her. Ja. Muss ich sagen. Also kann man sehr gut trinken. Willst du wirklich mal mit Wasser probieren? Ich will jetzt mal wissen, ob er aufmacht oder ob es ihm schlecht tut. Also ich glaube, so rund wie er ist, ist Wasser, glaube ich, schon zu viel, wenn du dann. In der Nase macht er auf. Ja. Also man merkt tatsächlich, man hat diesen Birkenfass-Charakter mit so einer sanften Vanillesüße, der ist da, aber es kommt auch durchaus vom Sherry was raus, also so ein kleines bisschen komplexere, holzigere, tanninhaltigere Aromen sind ebenfalls vorhanden. Ich mag ne. Ich finde ja, aber ich habe bloß gerade was in der Nase, was ich... Was denn? Erinnerst du dich an die Cola Light mit dem Schuss Lemon? Also mit diesem, wo du direkt Zitrone in der Cola mit drin hattest? Nee, sowas habe ich nicht. Du trinkst Cola Light nicht, ne? Nee. Sehe ich aus wie Light. Aber das ist genau das, was ich gerade in der Nase habe. Könnt ihr ja mal einen Cola-Buntstift zum Riechen geben? Du sollst nicht die Kollegen durch den Kakao ziehen. Nee. Es kommt so beim dritten Schluck auch tatsächlich ein kleines bisschen Holz mit. Also das heißt, ein paar Tannine sind da, aber so recht schön. Was sagst du mit Wasser? Im Mund verliert er, im Abgang gewinnt er. Okay, dann. Finde ich jetzt gerade. Ich habe ja noch nicht leer. Ich finde, er kriegt mehr Holzigkeit mit Wasser. Er wird bitterer und der Abgang wird länger. Jetzt wärmt er auch von unten raus, das hat er vorher nicht gemacht. Also tatsächlich ist es so, dass er sich vom Geruch her verändert? Ja. Im Mund verliert er so ein bisschen, finde ich. Ja. Abgang gebe ich dir recht. Also auf der Zunge präsenter mit Wasser. In den Backentaschen wird er auch ein bisschen. Er macht ja mehr das Stumpfe. Aber ich muss sagen, ich glaube, für den Einstieg trinkst du lieber ohne Wasser auf jeden Fall. Tatsächlich. Finde ich auch sehr interessant. Also interessant, er wird tatsächlich ein Stück weit komplexer. Damit, aber das muss man dann mögen. Auch diese Bitterkeit, gebe ich dir recht, die nimmt mit Wasser zu. Aber auch das ist ja so ein Ding, das musst du mögen. Das gefällt dir, das gefällt mir. Ja. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Aber ich muss sagen, toller Whisky. Zur Einpreisung kann ich jetzt gar nichts sagen. Eventuell schreiben wir es unter das Video, wenn wir es dann wissen, weil da haben wir uns heute mal ausnahmsweise überhaupt nicht kundig gemacht. Und dann müssen wir noch mal ganz großes Dankeschön sagen an die Firma Marussia Beverages, vertreten durch, wie heißen sie, Kompakt-Markengetränke. Also Importeur von Mosbjörn in Deutschland. Und auch Thorabek. Und und Importeur von Thorabek, wo jetzt übrigens bald das zweite Release kommt im Juli. Die haben uns diese Flaschen zur Verfügung gestellt. Und ich muss sagen, in dem Fall sagen wir das auch gerne. Ja, in dem Fall sagen wir das auch gerne. Ist nicht selbstverständlich, hat uns sehr gefreut. Ja. Und ist auf alle Fälle ein leckerer Whisky. Wir werden sehen, dass wir ein kleines bisschen mehr Thorabek, nehmen wir sowieso auf, dass wir ein kleines bisschen mehr Mosbjörn bei uns in den Läden aufnehmen. Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr schon mal einen Mosbjörn im Glas hattet oder wenn ihr mit dem Thorabek Whisky schon mal in Berührung gekommen seid. Oder. Natürlich auch Kritik, Anregungen, was wir vielleicht sonst noch verkosten sollten. Abonniert den Kanal. Abonniert den Kanal, genau. Und ansonsten, wenn ihr Samstagabend nichts vorhabt, gibt es in jedem Fall noch einen Livestream. Gerne zum begleiteten Trinken treffen.
In der Regel Samstag 18 Uhr Livestream. Dort machen wir dann jede Woche die Neuigkeiten der Woche. Oder eben was, was uns gerade spontan in den Sinn kommt. Genau. Ja, an dieser Stelle, Stefan, würde ich sagen. Ja. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und Slanchewa. Slanchewa.